Hey meine Rambas, schön, dass ihr wieder am Start seid bei Let's Play World of Tanks. Und zwar zeige ich euch heute mal wieder den T-54. Der T-54 ist ein Tier 9 mittlerer Panzer der russischen Nation und wird hier von Clowns Laughing at You gespielt. Ja, ich glaube, den hatten wir auch schon mal gezeigt, aber immer schön, wenn ein guter Spieler nochmal was einschickt, kann das nur für Qualität sprechen. Hier ist er mit seinem Tier 9 Top-Tier. Gibt noch 8er und sogar 7er Panzer in seinem Bereich. Also von dem her sollte er hier viel Spaß haben. Wir machen die Minimap etwas größer und schauen, was er hier auf der überarbeiteten Karte so macht. Ich fahre hier direkt der Lorraine nach. Also die A-Linie mal direkt abfahren, der Straße entlang. Kann man natürlich mit dem mittleren Panzer, der einigermaßen flink ist, gut machen. Gegner sind noch keine offen, der VK hat auch noch nichts gespottet. Na. So, jetzt hier einen kleinen Bogen machen und jetzt vielleicht Richtung AMX 50-120 gehen. Gleichzeitig einer der wenigen 9er Gegner im Spiel. So, der Lorraine, die tobt sich schon aus. Na, jetzt kommt er aufgrund der Gun Impression nicht drauf, leider. Jetzt nimmt er vielleicht, genau, mit Hilfe der Wand kann er da ein bisschen den Winkel verbessern. Gut gemacht. So, jetzt schießt der 50-120. Ist nun aber zerstört, aber ein Hit macht halt doch 430 Schaden. Und der tut halt weh. Wo will er hin? Was will er tun? Warum bumst er den anderen an? Man weiß es nicht. Gut, jetzt hat er sich gedacht, okay, kurzen Körperkontakt und weiter geht's. .59-16. Ja. Der ist weg. Und nun eine Su-122-54. Auch gleich wieder da der nächste 9er Gegner. Nochmal ein Blindshot hingeschossen. Aber verzichtet wohl logischerweise auf den dritten, weil der wird, wenn er einigermaßen clever ist, fahrt die Su dann natürlich da auch weg. Wie man sieht. Zumindest ein bisschen umgestellt. Jetzt hat sie den T49 rausgenommen. Jetzt wird hier durch das Flussbett gerommelt. Kleiner Jump wahrscheinlich. Wupp. Ne, nicht mal. Nur ein kleiner Hucke. Die Mates spielen hier gut zusammen. Auto-Aim und den Abstauber. Aber auch der muss drin sein. Erster Kill. Da kommen noch einige mehr. .3-6 allerdings für den Gegner. Jetzt nimmt er clevererweise nicht den Weg direkt mittig zum Gegner, sondern hier den längeren, dass er da unten in die Senke kommt. Und da ist ein Jagdpanzer, Auto-Aim und den Schuss direkt reingesetzt. Auto-Aim nochmal und der nächste Schuss sitzt. So, jetzt der Prot. Da schießt er ihn oben drauf, nimmt dafür Premium zur Hilfe. Und auch der weg. Ja, es läuft hier. Also die Mates machen da einen echt guten Job zusammen. Spielen da sehr solide, sehr ordentlich. Und man achtet auch gut auf seine Munitionswahl. Also der schießt jetzt nicht
Premium Oni, sondern er variiert da sehr gut. Da der Oni. Auch der passt. Und weg ist er. Gegner ist am Cap und der Cap ist einige Meter weg. Na, Abpraller leider. Der Jagdpanther von denen schreibt No Cap. Bei 7 zu 10. Und tatsächlich fahrt derjenige aus dem Cap wieder raus. So, erster Hit. Sitzt. Scheinbar ist der AMX noch im Reload. Damit kann er ihn da auch leicht rausnehmen. Und ob dieser Cap-Abbruch so sinnvoll war, das werden wir natürlich noch sehen. Der Gegner hat hier lauter Low-HP-Panzer. P32, Auto-Enemy, 2 HP lässt er noch stehen. So, jetzt den 1390 gekettet. Schnell repariert, dass er da wegkommt. Das ist ihm natürlich auch klar, dass da nicht lange Kirschenessen ist. 2 HP, 92 HP, 74 HP. Unglaublich, wie die HP hier anzahl hier ist. Gleich macht er seinen Krieger wohl klar. Ah, da wollte er durchs Haus durchschießen. Aber hat nicht geklappt. So, und jetzt rammt er ihn wohl. Ne, doch nicht. So, nimmt ihn raus. Da macht er auch gleichzeitig den Krieger klar. Noch 3 Gegner. Link. Oh, da. Lol. Die 1390 hat er rausgenommen. Der andere macht ihn hier. Macht sich hier an. Kriegt den. Macht den 8. Kill. Holt sich hier also die Radley Walters. Und den 9. vielleicht auch noch. Und dafür, so viel sei gesagt, No Cap. Ja, nicht immer sinnvoll, das zu fordern. Wenn es gecapped wäre, wäre es ein Sieg gewesen. So ist es eine Niederlage. Und auch der 9. Kill hat er hier klar gemacht. Ja, schöne Runde. T54, 5772 Schaden. 5372 Schaden. 9 Kills. Ja, was will man mehr als sagen, No Cap. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.